Und damit herzlich willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword! Yeah, mit einer neuen Capture Card, jetzt habe ich endlich gar kein Delay mehr. Ich kann einfach über meinen PC spielen und die Cam wird dadurch auch nicht mehr asynchron. Und das ist das Geilste. Also, ab jetzt sollte auch der Sound passen. Ich hoffe, ich habe alles da gemacht. Ich hoffe, ich habe alles gefixt, ja. Ich hoffe, alle Probleme sind jetzt weg und wir können ganz normal Zelda spielen. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen sensitiv, das Spiel. Also, ich mache es nur ganz leicht und der erkennt das schon. Aber naja. Das Einzige, was mich nur stört, ist, dass ich zum einen nicht weiß, wo wir weitermachen müssen. Und zum anderen, dass ich die ganze Zeit meine eigene Cam selber sehe. Aber ansonsten passt alles. Okay. Wie ich sehe, waren wir fast fertig mit dem Dungeon. Müssen nur noch diese Kiste da holen. Die wohl hier oben auf uns wartet. Ich weiß nicht, ob da Gefahren lauern. Ich hoffe doch nicht. Oh, das ist ein cooler Drache. Kann ich dich irgendwie in den Menü? Oder nicht Menü, sondern... Es tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen komisch bin. Ich muss erstmal wieder die Steuerung und allgemein wieder ins ganze Spiel reinkommen. Boah, der sieht richtig cool aus, der Drache. Yo, der sieht richtig cool aus. Ah, und ich hätte das Gefühl, wir müssen gleich vor irgendwas wegrennen. So wirkt das zumindest gerade. Und die Musik hört auch auf. Müssen wir von dir wegrennen, Krache? Gib mir erstmal das Dungeon-Item. Was wird es sein? Der Drachenschlüssel. Dieser in sich verschlungene Drache wurde aus strahlendem Gold gefertigt. Cool. Und jetzt? Passiert irgendwas? Das ist so. War doch klar. Oh mein Gott, renn, Link, renn! Aber dann mach die Kamera richtig! Ah! The fuck? Hat er mich erwischt? What? Okay, wir hatten hier einen Save Point. Okay, wieder mal Game Over. Irgendwer macht bestimmt einen Game Over Counter, aber mir egal. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich weiß aber nicht was. Darf ich also meine Kamera vielleicht nicht drehen? Okay. Hier, zack. Hat das aus irgendeinem Grund jetzt geklappt? Okay. Na gut. Und damit sollten wir nun zum Boss kommen. Alright, ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet. Ich glaube fast ein halbes Jahr sogar, oder? Na, ich weiß nicht. Aber es wird endlich soweit, dass wir dieses Spiel weitermachen. Ich hoffe, es schmeckt. Genauso wie dieses Puzzle schmecken sollte. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, ein L oder was das war? Und jetzt haben wir ein O. Das war's. Das war richtig easy. Dann mal auf zum Boss. Der wartet schon sehr lange auf uns. Was hat er in der Zeit gemacht? Naja. Müssen wir nicht wissen. Ja, es gibt kein Entkommen. Jetzt oder nie. Bosskampf. Map? Es ist einfach nur ein langer Gang. Und hier sind nochmal Herzen und Bomben zum Auffrischen. Oh. Da rollen Steine. Oder allgemein riesige Felsen. Oder kann man die nicht mitnehmen? Verstauen. Ja, genau. So geht das. Genau, verstauen. Okay. Ich werde mal ganz kurz austesten, wie die Bombe funktionierte. Okay. Hab alles drauf. As good as new. Jo. Link sagt auch jo. Dann ist gut. Wenn du plötzlich die Kamera manchmal nicht mitmacht. War mein Plan. Okay, ich kann nur 10 tragen. Reicht völlig aus.
Mein Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 95%. Das hört sich nicht sehr toll an. Yay, wir haben sie gefunden, aber sie wurde versklavt. Nein, nicht gut. Ich vermute, dass Zelda irgendwie entkommen konnte. Ich rate zur Eile. Ja. Also es gibt eine 33%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben werden. Aber naja, was soll's. Und darf ich kurz anmerken, dass dieser lange Gang mich irgendwie an Luigi's Mansion 2 erinnert, an diesen einen Boss, wo du die ganze Zeit nur hin und her rennst und die ganze Zeit runterrollst. Holst null. Okay. Du bist es, Girahim. So trifft man sich wieder. Oh, nein, wie unhöflich. Ich habe deinen Namen vergessen. Na, ist ja auch unwichtig. Hör mal kurz zu, ja? Und da sagen mir meine unfähigen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben. Ich alle herbei, und was muss ich sehen? Diese lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Diese... Dieses Schoßhündchen der Göttin! Sie hat sie einfach mitgenommen! Dabei brauche ich sie doch, um meinen König zu befreien. Ich entschuldige mich. Aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Ach, was soll die Zurückhaltung? Ich habe es nicht eilig. Es ist genug Zeit. So, spüre die Flammen meines Zorns. Oh oh. Oh nein! Wir müssen gegen den Felsen kämpfen! Weg hier! Wo ist Link hingerollt? Hoffentlich nicht in die Lava. Hä? Das war kein normaler Felsen. Das war der Boss aus dem zweiten Dungeon. Die glühende Höllenfelsen. Namens Beradama. Oh nein. Was mache ich jetzt? Ah! Bombe rollen? Nein, andersrum. Funktioniert das? Was macht er? Kann ich Bomben auf ihn werfen? Bringt das was? Ich stopp mal ein paar auf. Okay, er schießt auf jeden Fall auf mich. Piss dich! Das klappt, das klappt. Okay, ich muss ihn immer fernhalten. Immer fernhalten. Mit Bomben. Okay. Ach, der will die wahrscheinlich essen, oder? Ich soll wahrscheinlich nah an ihn ran. Meister, schmeiß doch! Okay, genau. Und dann schnell an ihn ran und wahrscheinlich eine Bombe in seinen Rachen werfen, oder? Ja! Das funktioniert. Und wir schubsen ihn immer weiter weg. Und nochmal! Ja! Ja! Yeah! Da, sein Auge! Ich hab sein Auge! Da oben! Ja! Oh, 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 shit. Ich hoffe, die Cam passt. Es tut mir leid, wenn nicht, aber es ist gerade wichtiger, dass ich diesen blöden Boss hinbekomme. Aua! Okay. Nicht mehr viele Bomben übrig. So, make it count. Ess die Bombe, mein Freund. Und verreck. Ja! Treff es. Treff es. Komm schon. Scheiße, ich hab's nicht getroffen. Ja, zweiter Versuch kriege ich aber. Krieg einen zweiten Versuch. Denke ich nicht. Aua, ich brenne. Aua, ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich einen neuen Versuch. Glaube ich. Aber ich verkacke es. Bombe, 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 Bombe. Scheiße. Okay. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ich habe keine Bomben mehr übrig. Okay. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Auf ihn! Okay, das hat ihn. Was, das hat ihn getroffen? Ja, ich habe keine Zeit. Dafür habe ich keine Zeit. Ich nehme die Zeit und stock auf. Steuerung ist ein großes Problem immer noch für mich in dem Spiel. Auch nach der langen Pause. Es ist nicht einfacher geworden. Verpiss dich! Hey.
cool. Okay. Fress. Bam! Der versteckt sich halt im... Ja, ja, ja! Yes, yes, yes! Bam! Oh, 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 oh! Verfolgt mich, er verfolgt mich, er verfolgt mich! Hau ab! Daneben. Mist. Okay, aufschocken, aufschocken. Den nehmen wir mit. Dann machen wir den hier. Macht das noch schön Damage? Nein, egal, nicht wichtig. Wir machen jetzt aber richtig Damage! Oh, keine Ausdauer mehr gehabt. Renn! Ja, schöner Treffer, schöner Treffer. Ganz nice. Ganz nice. Genauso wie diese Bombe, die wirst du leben vom Geschmack her. Genauso wie der Geschmack des Schmerzens. Bam, 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 bam. Verdammt. Das Ding hält einiges aus. Was macht das denn? What? Was war das denn jetzt? Okay. Oh oh. Moment. Habe ich ein Heil-Item? Ich habe gar nichts mehr. That's not so good. Okay. So, ich muss jetzt in seine Nähe kommen. Ja, ja, spuck du nur. Okay. Ich wurde zwar getroffen und ich bin kurz davor zu verlieren. Aber ich glaube, jetzt habe ich's. Er muss wirklich richtig low sein. Der packt hier neue Taktiken raus. Dann muss er richtig low sein. Dann stirb! Verdammt! Alter. Was mache ich jetzt? Was? Nein. Wieso habe ich denn keine Heil-Items mehr? Was habe ich denn beim letzten Mal spielen gemacht? Nein! Ich... Da... Da... Aber ich werde es nicht hinkriegen. Ja. Guck dir das an. Okay, ich glaube, ich bin jetzt wieder an der gleichen Stelle. So, aber ich habe keine Bomben mehr. Ich habe jetzt richtig reingespammt in dem ganzen Döns hier. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll, wenn er... Oh, scheiße. Wenn er das hier macht. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich habe gar keine Ahnung. Roll! Verdammt! Okay. Steuerung. Muss jetzt mitmachen. So, ich warte, bis er hochkrabbelt. Was soll ich machen, Junge? Was soll ich machen? Ich verstehe diesen Boss nicht. Schmeißen? Ja, schmeißen! Okay. Ich darf ihn nicht mehr so weit kommen lassen. Okay, okay. Die Bomben sollten reichen. Bomben sollten reichen, um ihn down zu kriegen. Jetzt zackt er wieder wegen Kirby. Hier kriegst du deine Bombe. Scheiße daneben. Fuck! Nein, schon wieder. Bitte nicht schon wieder. Ich bin tot. Willst du mich nochmal verarschen? Okay. Okay. Ich hab's so langsam drauf. Ich habe es langsam drauf. Glaube ich. Denke ich schon. Ich denke schon. Ich denke schon, dass ich es langsam drauf habe. Und so langsam kannst du dich auch nicht mehr verstecken, mein Freund. So langsam aber sicher. Kann er sich auch nicht mehr verstecken. Okay, das funktioniert, aber das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Scheiße. Das kann ich auch überhaupt nicht machen, weil ich keine Bomben habe. Ich muss schnell zurückrennen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Das sieht sehr schlecht aus gerade für mich. Sehr schlecht sieht das für mich aus. Jetzt macht's Boom. Bombe, 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 Bombe. Schmeißen, hallo! Der geht nicht bis nach ganz oben? Ich bin hier oben sicher? Ehrlich? Ah, die sind vier Bomben. Ich dachte, es wären immer nur zwei. Ha. Ich bin hier oben sicher. Okay, jetzt chillen. Okay, aber ich sollte es nicht übertreiben. Hau ab. Okay, komm. Hinterher, hinterher. Da rollt nämlich immer ganz nach unten. Das ist scheiße. Aber ich muss es jetzt wagen. Jetzt oder nie. Jetzt. Yes.
Ja, ich hab ihn! Yes! Verreck! Dadurch erhalten wir einen weiteren Herzcontainer, damit wir nicht noch schneller sterben, wie sonst ohnehin schon. Also, nehmen wir ihn an! Yeah, einen Herzcontainer! Nam, 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 nam. Ja. Um ein weiteres Herz erfüllt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schön. Und jetzt? Da oben? Schätze mal. Boah, aber ganz ehrlich, ne? Das war ein schwerer Boss. Aber ich bin froh, dass ich nicht nachgucken musste, online wieder funktioniert. Ich habe ihn auch so geschafft. Yeah! Ihr wisst ja, glaube ich, alle mittlerweile, dass Skyward Sword nicht unbedingt meine Art von Spiel ist. Aber ich will es trotzdem durchspielen. Ich werde alles dafür sorgen, dass ich es durchspiele. 100% können wir noch drüber reden. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Aber zumindest will ich es durchspielen. Und ich glaube, das kriege ich hin. Naja. Vielleicht. So, wo ist denn Zelda? Ist sie hier? Na, macht ja keinen Sinn, wenn die hier wäre, oder? Aber was finden wir denn dann hier? Warte, doch, sie ist hier! Die andere Person, kennen wir sie nicht? Kennen wir sie? Zelda! Du bist es wirklich! Mike! Ha? Nein, Zelda. Ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhalten und auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. Wie bitte? Aufgabe? Zelda? Aber ich möchte doch nur retten und zurückbringen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr, aber... Mike, es tut mir leid. Was geht hier vor sich? Wieso kann sie einfach durch Licht verschwinden? Ich will das auch können. Hey, warte mal! Ich hab Fragen! Du bist viel zu spät. Wenn ich dich so sehe... beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um Zelda zu beschützen. Ich glaube, sie hat gesehen, dass ich dreimal verkackt habe, aber... oder zweimal, aber... Glaub mir, ich krieg das besser hin! Dir gefällt nicht, was ich sage? Ja, ich krieg das bestimmt besser hin! Dieser eine Boss, das war wirklich nur dieser eine Boss, sonst bin ich gut im Spiel. Aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Du warst zu langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Naja, irgendwie hat sie recht. Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du, Auserwählter, Zelda helfen willst, musst du die Prüfung, die vor dir liegt, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich helfen zu können. Hast du das verstanden? Ich muss einfach stärker werden. Das habe ich verstanden. Doch wo fange ich am besten an? Naja, ich schätze, das Wichtigste ist jetzt erstmal, unseren Preis abzuholen. Aber verdammt, was war das Ganze gerade? Ich habe so viele Fragen offen. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie Link sich da wohl gerade fühlen muss, oder? Naja, gut. Ha! Holen wir uns unseren Preis ab. Das wäre in diesem Fall die nächste Steintafel, wie ich meine. Ha! So, wo ist mein Preis?
Ich warte. Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen, aber das weißt du ja alles. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Auf ihrem Weg besuchte die heilige Maid vom Himmel, ihrem Schicksal folgend, die Quelle des Erdlandes. Das Land des Sandes, Ranel, dort öffnet sie das Zeitportal, wie es ihr vorherbestimmt ist. Da ist unser Preis. Also ich habe langsam satt, Lava zu sehen. Ich freue mich schon auf das neue Gebiet, was wir hiermit freischalten. Bam, 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 bam. Die Bernsteintafel. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Zelda? Die Zelda, die ich kenne, die war jetzt bestimmt stolz auf mich. Vielleicht sehe ich sie mal wieder. Weil das gerade... Ich kann es immer noch nicht fassen, das soll Zelda gewesen sein. Na gut, dann ist das halt so. Okay, ich würde gerne mal abspeichern. Speichern. Am besten mal auf den zweiten Platz, falls irgendwas mit der Aufnahme passiert. So machen wir Let's Player das nun mal. Genau. The more you know. Und ja, jetzt können wir, glaube ich, wieder zurück nach oben, oder? Ins Wolkenmeer. Ihr habt gesagt, ich soll das Wolkenmeer immer skippen, wenn wir in ein Gebiet fliegen, wo wir schon mal waren. Deshalb werde ich genau das auch tun. Ja, da oben ist was. Kann ich da rein? Oh. Also nicht, wenn ich so kacke fliege, wie so ein Betrunkener. Was macht das Ding hier? Beschleunigt das nur, oder? Komm da nicht rein. Doch jetzt! Hyperboost! Und abspringen! Ah! Machst du mal automatisch. Bevor ich aber gleich direkt schon ins neue Gebiet gehe, würde ich sagen, gehen wir gleich noch mal ein bisschen aufstocken. Weil ich habe wirklich jetzt gar nichts mehr. Der kann nicht mal mehr essen. Nee, dann lass ihn liegen. Also stocken wir mal auf. Ups. Aimen muss gelernt sein. Ah, verdammt. Ich verwende jetzt gerade nur meine Dekonüsse. So, jetzt habe ich ihn. Auf zu meinem... Komm ich da hoch? Jetzt. Auf zu meinem besten Freund. Terry. Ich glaube, er hieß Terry. Muss mal sehen. Terry, was hast du für neue Sachen? Bum, 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 bum. Kann ich das kaufen? Oh, mit dieser Zusatztasche kannst du ein Item mehr tragen. Was sagst du dazu? 300 Rubine. Okay, könnte ich mir holen. Vielleicht hole ich sie mir auch. Ich gucke aber erstmal anders. Andere Sachen an. Was hast du zum Beispiel? Das ist die Insektmedaille. Sie entfaltet ihre Geheimnisse wirklich schon, wenn sie bloß bei sich tragen. Sie zeigt ihnen an, wo sich Insekten befinden. Oh, das könnte sehr nützlich sein. Aber 1000 Rubine, kann ich überhaupt so viele tragen? Ich weiß ja nicht. Oh! Ist das nur ein Rubinbeutel, um mehr Rubine tragen zu können? Ja. Yep. Ja, hol ich mir. Let's go! Yeah, mehr Rubine! Jetzt kann ich insgesamt... Plus 600 mehr? Wie viel konnte ich denn am Anfang tragen? 500? Okay, ich weiß es nicht. Müsste ich mal nachgucken. Ein bisschen Geld haben wir aber noch. Können wir uns einen Lebenskraftmedaillon holen? Sie fällt ihre Wirkung schon, wenn man sie bloß trägt. Keine Ahnung, was sie bewirkt. Boah, das ist ein bisschen viel. Sorry, da muss ich erst beim nächsten Mal vorbeikommen. Aber ein bisschen Geld habe ich noch. Und ich würde sagen, das investiere ich in dieser Zusatztasche. Dankeschön! Yay! Ein weiteres Item. Jetzt können wir 6 insgesamt tragen. Eins davon ist aber immer ein Schild. Okay. Danke, Terry. Hat Spaß gemacht, mit dir zu handeln. Jetzt würde ich sagen, holen wir uns noch schnell ein paar Tränke.
Hä, das neue Sachen für mich? Oh. Ja, ich hab gerade richtig verdient. Ich habe ein neues Item. Ihr könnt mal eine kleine Bombentasche erwerben. Eine kleine Bombentasche? Was macht die denn? Also ich kann auf jeden Fall hier Bomben holen, alles. Interesse, also für eine kleine Bombentasche? Wenn ihr dieses Item in eurer Tasche habt, könnt ihr 5 Bomben mehr tragen. Ja, ja, okay, ich hau's. Warum nicht mehr Platz? Hätte ich mal einen Boss gebrauchen können. Aber wahrscheinlich kriegen wir die sowieso erst jetzt, also von daher egal. Ja, ihr seid wundervoll, danke, danke. Irgendwas ausrüsten, keine Ahnung. Was ist das hier? Ach, nochmal. Ich kann so lange weiter, wie ich will. Okay. Ich hoffe, ich habe noch genug Geld hierfür. Lass mal schauen. Vielleicht das Menü nicht holen? Nee, geht nicht. Okay, ich habe 2 Flaschen. Herztrank. Ja, her damit. Dankeschön. Okay, einer reicht. Dann können wir den anderen noch für eine Feder lassen. Und dann auf die Tafel abgeben. Was machst du denn hier? Meine kleine Cookie, bitte finde sie so schön du kannst. Wenn dir was zugeschossen ist, dann mag ich gar nicht dran denken. Oh, Sidequest. Okay, mach ich dann nochmal. Sorry. Hey, hey! Nee, kein Bock. Ich muss die Tafel abgeben. Dafür bin ich hier. So. Ist das letzte Stück schon? Wenn wir Glück haben, ja. Gucken wir mal nach. Ja. Es passt. Wie angegossen rein. Alle Teile beisammen. Und nun? Schalten wir ein neues Gebiet frei? Irgendein orangenes? Also hoffentlich keine Lava nochmal. Aber beim ersten Mal gereicht. Gebieter, ich stelle fest, dass sich in südwestlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Naja, ich habe mich gerade eben vorbereitet. Also ich bin eigentlich ready. Aber seid ihr auch ready? Ich glaube, ihr braucht mal ein bisschen Pause, oder? Nochmal vielleicht so ein paar Monate? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Zelda Skyward Sword HD.